Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, hier im Gemeinderaum, drüben im Übertragungsraum oder zu Hause an den Bildschirmen. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. So steht es in Jeremia 29. Gott hat friedvolle Gedanken über uns, Gedanken des Friedens, die uns in die Zukunft führen sollen, die unser Leben positiv beeinflussen sollen. Wenn ich so an meine eigenen Gedanken denke, dann sind die nicht immer friedvoll. Dann gibt es da noch ganz viele andere Emotionen, Ärger und Wut, Enttäuschung, manchmal auch Ekel. Da spielt sich ganz viel ab. Aber wenn Gott an uns denkt, dann sind das friedliche Gedanken, dann sind das keine wütenden Gedanken, keine ärgerlichen Gedanken, auch keine enttäuschten Gedanken, sondern Gedanken der Liebe und des Friedens. Und deshalb sitzen wir hier heute Morgen in diesem Gottesdienst und kommen zu diesem Gott und feiern ihn. Und das wollen wir gleich nach dem ersten Lied auch tun, indem wir uns daran erinnern, was er uns Gutes tut, indem wir den Psalm zusammenlesen. Und ich möchte euch herzlich einladen, wenn ich den Psalm gelesen habe, auf diesen Psalm zu antworten mit dem Lied Ich lobe meinen Gott. Den Vers dazu findet ihr auch abgedruckt auf unserem Zettel. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem ersten Lied. Dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du liebst, mich kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt. Ich saß mir auf in deiner Gegenwart. Herr, du allein gibst mir Freude, die von wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird sehen und es wird ihn verdrießen.
Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. Gerade schon verraten, meine Gedanken sind nicht immer unbedingt Gedanken des Friedens und ich bin sicher, es gibt auch bei euch Themen, die euch so richtig wütend oder ärgerlich machen. Man muss nur mal in die Nachrichten schauen, wenn man Richtung Afghanistan blickt oder vielleicht auch Richtung der Flutopfer im Ahrtal, da gibt es schon vieles, was einen richtig wütend machen kann. Es gibt auch viel Ungerechtigkeit hier bei uns, wo man sich ungerecht behandelt fühlt durch den Staat, durch Freunde, durch Familie. Da gibt es vieles, was einen wütend machen kann. Kannst du dir mal überlegen, was dich so wütend macht? Da gibt es bestimmt so ein, zwei Themen, die dich immer wieder wütend machen und ärgerlich machen. Manchmal, da sind es aber auch gar nicht die Themen, die einen wütend machen. Da ist es manchmal auch das Wer oder das Wie. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich eure Kinder, eure Eltern, eure Geschwister oder ganz engen Freunde fragen, die wissen ziemlich genau, welche Knöpfe man drücken muss, um euch auf die Palme zu bringen. Es hat enge Beziehungen zur Ansicht, ne? Dass man das weiß voneinander. Und da geht es manchmal gar nicht um das Was, sondern um den Tonfall, um ganz viel aus der Geschichte, was man so mitbringt, da geht es oft nicht um die Sache, wenn diese Knöpfe gedrückt werden. Und so ähnlich ist das hier auch passiert in dem kleinen Filmausschnitt, den ich euch gern zeigen will. Wie dieser neue Ton gefällt mir nicht. Oh, ich zeig dir den neuen Ton. Nein, ruhig an. Was ist dein Problem? Lass mich einfach in Ruhe. So, welche hohe Aggressionswerte. Höchste Alarmbereitschaft. Alarmst du verrückt? Ich weiß nicht, woher auf einmal dieser respektlose Ton kommt. Du willst dich mit mir anlegen, Papst? Ja? Weißt du? Mach drauf vorbereiten. Schlüssel auf Sicherheitsposition. Dann zum Start. Vier Kommandos, Sir. Jetzt reicht's. Auf dein Zimmer. Machtwort gesprochen. Machtwort gesprochen. Ja. Gut. Das war ein Checkmann. Haarschlag bei deiner Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Ja, dieser schon etwas ältere Film, der aber wirklich auch lustig ist, das hat man, glaube ich, hier schon gesehen, der zeigt aber etwas, finde ich, sehr, sehr schön und sehr, sehr deutlich. Manchmal sind es einfach die Gefühle, die bei uns übernehmen. Und so eine ähnliche Situation hat auch unser heutiger Predigttext, aber mehr verrate ich euch dazu noch nicht. Thank you.
Wir wollen uns eine kleine Zeit jetzt nehmen, um uns nach Gott auszustrecken, im Gebet, mit Liedern, genau. Nutzt die Zeit, um die Lieder auf euch wirken zu lassen, mitzusingen, Gott anzubeten. Wir fangen an mit Nur den Saum deines Gewandes. Aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich. Strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich, in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden, und mein Hunger wird gestillt. Ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deiner Hand und führe mich. Nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich, in deiner Gegenwart. Ich will dich, bin oft so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu Spender bist du.
tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Meine Sehnsucht nach Liebe segne ich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu. Am Ende des Weges stehst du, mein frühe Schenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Wort, ein Halter, mein Liebespender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Du tust den Männern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Ja, vielen Dank erstmal an die Musiker und dass ihr uns hier so schön reingenommen habt in diesen Gottesdienst. Das ist ganz wunderbar und es tut ja immer wieder gut, dass wir wieder singen dürfen zusammen. Ja, beim letzten Mal vor 2 Wochen, als ich predigen durfte, da haben wir uns mit dem Thema Ruhe, Stille beschäftigt. Und in gewisser Weise soll uns das Thema nochmal beschäftigen, aber mal ganz anders. Es gibt ja auch Ruhe und Stille, die nicht gut ist, die toxisch, die irgendwie giftig ist. Und wir haben das ja schon gemerkt jetzt in der Einleitung, es geht um Gefühle. Und im Deutschen haben wir ganz wunderbare Sprachbilder dafür. Wir sagen ja manchmal, da frisst jemand etwas in sich hinein. Ne? Das ist ja auch, kann ja auch eine Stille sein, wo man etwas in sich hineinfrisst. Oder da gärt etwas in jemandem. So haben wir es ja hier auch eben erlebt. Das will ja sagen, da nimmt irgendwo ein negatives Gefühl in einem immer mehr Überhand und macht sich breit, nimmt Raum ein, vielleicht durch eine ganz unterschwellige Kritik, die irgendwer verlautet hat, die einem dann im Nachhinein noch so nachklingt und dann plötzlich, wenn man darüber nachdenkt, immer mehr Raum einnimmt, sich verselbstständigt und wie bei so einem Gärungsprozess, wo dann die Gase immer entstehen, macht sich das breit und dann führt das zu einer Angespanntheit, zu einer Gereiztheit und manchmal auch, wir sagen, da platzt man vor Wut. Ne? Wir haben es gesehen und dann kommt dieser Ausbruch, auch das passt ja in dieses Bild des Gärungsprozesses. Jetzt hat jeder vielleicht so seine ganz eigenen Bilder vor Augen, vielleicht auch ganz eigene Erfahrungen damit. Ja, diese Art von Schweigen, die kann auch zerstörerisch sein. Wir sprechen ja manchmal auch davon, etwas wird totgeschwiegen. Dann meinen wir ja eigentlich, wir behalten es lieber für uns, weil wir Angst haben vor einer öffentlichen Reaktion. Ich will es aber nochmal anders verstanden wissen. Schweigen kann auch etwas in uns absterben lassen. Und darum geht es heute auch. Ich habe das Thema genannt, Worte finden statt Totschweigen. Wie gehen wir um mit unseren inneren Verletzungen, mit dem, was manchmal in uns gärt? Und wir haben das auch gemerkt, nirgendwo entstehen ja so viele Konflikte wie in den eigenen 4 Wänden, da bei denen am Tisch. So sieht es ja manchmal auch zu Hause aus. Und kein Wunder also, dass auch die erste Geschichte, der erste Konflikt in der Bibel ja tatsächlich auch zwischen einem Geschwisterpaar stattfindet. Und diese Geschichte, die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Ich lese aus dem 4. Kapitel im 1. Buch Mose.
Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer keinen totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, jenseits von Eden gegen Osten. Barmherziger Gott, du weißt, wie es in uns aussieht, welche Gedanken uns beschäftigen. Du kennst auch unsere Verletzungen, du siehst uns. Und wir laden dich ein, dass du mit deiner heilenden Gegenwart zu uns kommst. Öffne unsere Herzen und Sinne für dich. Amen. Ja, Kain und Abel, die Geschichte von zwei Geschwistern. Und jeder, der Geschwister hat oder der Kinder hat oder auch nur Freunde, der kennt vielleicht diesen Satz: Das ist unfair. Ne? Kain, der fühlt sich massiv ungerecht behandelt. Sein Bruder wird bevorzugt und das verletzt ihn richtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Geschichte, aber tatsächlich, mir ist diese Frage immer nachgegangen, wenn ich diese Geschichte gelesen habe. Warum hat Gott Kains Opfer eigentlich nicht angesehen? Ist das nicht tatsächlich unfair? Ist das nicht die Frage, die wir stellen müssen? Ist das nicht unfair? Und tatsächlich, es gibt viele Erklärungsversuche, es haben sich also viele diese Frage gestellt. Es fängt schon an im Neuen Testament und auch schon vorher. Der Hebräerbrief, der bezieht es natürlich in seinem Gedankengang auf den Glauben. Und für ihn ist das ganz naheliegend, sagt: Abel hat geglaubt und Kain nicht. Ja, das könnte natürlich ein Grund sein. Der erste Johannesbrief, der bezieht das in seinem Gedankengang dann auf die Werke und sagt: Abels Werke waren gut und Kains nicht. Also folgerichtig dieses Verhalten von Gott. Beides eine Möglichkeit, auch hier das zu lesen und zu deuten. Und dann gibt es andere Ausleger, auch außerhalb der Bibel, die gehen dann auf die halbherzige Opferpraxis von Kain ein und sagen: Abel bringt nur die besten Stücke für Gott dar und macht das mit ganzem Herzen. Und das ist natürlich beim Fleisch einfacher, da ist irgendwie klar, was das gute Stück ist. Und bei der Ernte des Feldes ein bisschen schwieriger. Gab ja noch keine Güteklasse oder keine Nutri-Skala oder sowas. Was bringt man da schon da? Auffällig ist jedoch,
dass diese Erzählung überhaupt gar keine Aussage eigentlich trifft, warum Gott das Opfer Kains nicht angenommen hat. Der Grund scheint für diese Erzählung erstmal gar nicht im Vordergrund zu stehen, gar nicht von Bedeutung zu sein für das, was der Text uns da erzählt. Als Menschen suchen wir natürlich nach Gründen. Wo nimmt das Böse seinen Ursprung? Warum lässt Gott das Leid zu? Wir Menschen sind ja ganz schnell am Suchen und am Gucken. Die Bibel liefert keine ganz klare Antwort auf diese Fragen. Gerade die Geschichten im Alten Testament verdeutlichen das, wie viel sie offen lassen. Glaube ist in erster Linie, meine ich, kein Antwortsein, sondern es ist auch die Fähigkeit, manche Antworten offen zu lassen im Vertrauen zu Gott. Die Fragen, die nur Gott beantworten kann. Der biblische Glaube erklärt nicht, warum alles ist, wie es ist. In der Antike, da war das vor allem die Aufgabe oder die Gnosis, eine sektiererische Strömung, die hat sich das zur Aufgabe gemacht, alles zu erklären, für alles eine Antwort zu haben, nichts offen zu lassen und dann so ein ganz enges Korsett anzulegen, wo alles immer klar war. Die Bibel mutet uns manchmal auch Fragen im Leben zu. Aber warum werden Menschen so hart? Was ist das auch für eine Verwandlung des Grauens, wenn wir uns das vorstellen, ein neugeborenes, kleines Kind, ganz offen, frei, begeisterungsfähig, voller Vertrauen. Wie kann so ein neugeborenes Kind irgendwann eigentlich hart werden, misstrauisch, neidisch? Ja, es ist doch interessant, dass selbst der Böseste immer noch auch einen Grund anführt, der sein Tun irgendwie rechtfertigt. Darin ist das Böse irgendwie kreativ. Ja, Adam zeigt auf Eva, Eva zeigt auf die Schlange. Kain weiß das auch eigentlich von sich. Er sieht sozusagen diese Ungerechtigkeit dieser Welt, die Ungerechtigkeit hat er vor Augen und sieht sich selber auch als Opfer dieser bösen Welt und sein Handeln eigentlich als Reaktion. Vielleicht sollten wir weniger fragen, wo das Böse seinen Ursprung nimmt, sondern wie bleibt es drin? Wie schafft man es, der Sünde zu widerstehen? Wie wird das Böse eigentlich aufgehalten? Wir Menschen werden nicht hart geboren. Wir werden auch nicht hart gemacht. Aber es kommt vor, dass wir hart werden. So erzählt es diese Geschichte. Es liegt ja oftmals am Umgang mit unseren eigenen Gefühlen und Empfindungen. Kain fühlt sich übersehen. Seine Leistung, was er auf dem Acker so alles geleistet hat, was er da angebaut hat, für den Ertrag, den er da gemacht hat, im Schweiße seines Angesichts, gesät, geerntet. Und es findet für ihn keine Würdigung, was da passiert. Nicht die Würdigung, die er sucht. Und vielleicht ist das ja auch die Grundsituation von uns Menschen jenseits von Eden, die hier geschildert wird, dass dieser Anblick Gottes, sein leuchtendes Angesicht über uns, dass das in dieser Welt auch ab und zu in Frage steht, dass uns das nicht durchgehend gewiss ist, dass Gott uns so anschaut voller Liebe. Und das ist schwer auszuhalten, da wo wir Menschen uns manchmal auch nicht angenommen, nicht anerkannt fühlen, mit einem angeschlagenen Selbstgefühl sich irgendwie durchzubeißen. Kain ergrimmt und er senkt seinen Blick. Es ärgert ihn, es macht ihn wütend und er kann es eigentlich nicht ertragen. Auffallend ist sein Schweigen. Kein Wort zu Gott, auch kein Wort zu seinem Bruder, keine Frage, kein Vorwurf, kein Ausdruck der Enttäuschung, er behält es für sich und es gärt in ihm. Doch wie sehr Gott ihn sieht, das zeigt doch auch Gottes Reaktion auf Kain. Gott sieht seine innersten Gefühle und weiß um die Gefahr, wo sie unausgesprochen bleiben und sagt, ist es nicht so, wenn du Gutes planst, dann kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nicht Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, aber herrsche über sie.
Ja, gerade dort, wo wir dieses Gefühl der Verlassenheit haben, dort besteht immer die Gefahr, dass wir uns selber auch abwenden von anderen. Auch in Gemeinden erleben wir das manchmal, dass sich jemand übersehen fühlt, manchmal aus dem Versehen, und sich dann zurückzieht und abwendet und sagt, Mensch, ich wurde hier nicht richtig wahrgenommen. Anstatt auch Gemeinschaft zu suchen, das zum Ausdruck zu bringen. Der Mensch versucht immer auch ein angeschlagenes Selbstgefühl irgendwie zu kompensieren. Und manchmal geschieht das mit Rückzug, mit Selbstmitleid, sich aus Enttäuschung dann auch manchmal von Gott zu distanzieren. Und neben diesem Rückzug ist das andere, was Menschen manchmal machen, auch die Aggression. Dort wird das angeschlagene Selbst ja auch kompensiert, indem man das einfach mal aus dem Weg räumt, was einen da in Frage stellt. So wie Kain auch hier. Er fühlt sich auch von seinem Bruder in Frage gestellt und er räumt es aus dem Weg. Und beides führt uns weg von Gott. In beiden Fällen, da schwindet das Mitgefühl, die Empathie mit dem anderen durch Selbstmitleid und Wut gleichermaßen. Kains Blick, das ist interessant in dieser Geschichte, was mit diesem Blick passiert. Er verharrt auf einmal bei sich selber und er entfernt sich von Gott und er verbittert innerlich und dann platzt der Ärger aus ihm heraus und der Ärger ist vernichtend. Ja, wir erfahren im Laufe dieser Geschichte nicht, ob Kain sein Handeln später wirklich bereut, ob er selbst erschrocken ist auch über sein Tun. Aber klar wird, hier wird so ein Kreislauf in Gang gesetzt. Kain, der eben noch Täter war, der hat jetzt auf einmal Angst, selber auch Opfer zu werden, weil er weiß, was auch Verletzung anrichten kann. Und darüber hat er Angst, er weiß, wozu Menschen fähig sind. Und das stellt ja uns die Frage heute, wohin wenden wir uns eigentlich mit unseren Verletzungen und auch mit unseren Enttäuschungen im Leben? Wie wird das Herz heil, ehe es vielleicht noch andere Verletzungen auch hervorruft? Wie wird dieser Kreislauf unterbrochen? Jesus sagt, als Jesus kommt, dann nennt er seinen Auftrag und sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. All das, was in mir und in dir in Hoffnung, an Vertrauen oder an Liebe kaputt gegangen ist, im Laufe des Lebens, Jesus sucht das. Deswegen sagt er, deswegen bin ich gekommen, um das zu suchen. Deshalb ist er in diese Welt gekommen. Und er sucht die Kains, die übersehen wurden. Jesus bleibt stehen vor dem Baum, auf dem sich der kleine Zachäus versteckt hat, den niemand gesehen hat, den niemand sehen wollte, der andere betrogen hat und der selber auch ausgeschlossen und missachtet wurde. Jesus sieht ihn und schaut ihn an und sagt, ich sehe dich und ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und das verändert ihn, dieser Anblick von Jesus, der verändert ihn so sehr. Und Jesus lässt diese 99 Schafe in seinem Gleichnis zurück, um das Hundertste zu suchen. Er sucht die Verletzten, er sucht unsere Verletzungen und er sucht deine Verletzung. Ich finde, die Psalmen, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich so eine Atmosphäre verwandeln kann, wenn wir Gott begegnen, wenn das Schweigen durchbrochen wird und wir mit unseren Gefühlen uns Gott öffnen. Die Psalmen, sie schaffen Raum für unsere Gefühle, für diese ganze Vielstimmigkeit auch des Lebens, für Freude, aber auch für Wut, für Ärger. Das ist ja auch wichtig bei uns Christen. Manchmal verdrängen wir diesen Ärger so sehr. Die Freude hat Raum und das darf irgendwie keinen Platz haben. Und manchmal war ich erschrocken, wenn ich Psalmen gelesen habe und habe mich gefragt, wie kann jemand sowas beten? Wie darf da so viel Ärger stehen und so viel Wut? Und es hat mich selber irritiert. Aber hier wird etwas ausgesprochen. Und die Frage ist doch, wie kostbar wäre eigentlich ein Psalm Kains gewesen? Wie kostbar wäre es, wenn Kain in seiner Situation einen Psalm gesungen, gebetet hätte und seine Enttäuschung vor Gott gebracht hätte?
Ich denke an Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Hätte Kain das nicht beten können? Vielleicht wäre es ihm ja wie diesem Psalmisten gegangen. Der Psalm erfährt ja eine Wendung in dem Ganzen. Und am Ende, da heißt es vertrauensvoll, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wie schön hätte diese Geschichte ausgehen können von Kain und Abel. Psalm dokumentieren so einen Heilungsprozess, solche Seelenhygiene, damit die Sünde uns nicht mehr auflauern kann, von uns ablassen muss. In Gottes Angesicht, da wird unsere Seele still. Die Liebe, so sagt es Paulus, sie erträgt alles, was wir dort ausschütten. Sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie ist geduldig. Und dieser Liebe begegnen wir in Jesus. Seine Geduld kennt kein Ende mit uns. Er geht uns nach, auch dann, wenn wir uns zurückziehen. Wie wird das Böse aufgehalten? So habe ich am Anfang gefragt. Es gibt nichts Besseres, als dass wir unsere Gefühle, unsere Empfindungen, so wie wir sind, ganz ehrlich, vor Gott ausschütten, vor ihn bringen, ihm sie hinhalten und sagen, berühre mein Herz. Und dazu möchte ich uns heute einladen. Vielleicht sind ja noch Situationen, die so nachklingen, die man noch in sich trägt, an die man vielleicht auch wieder denken musste, dass wir das Gott hinhalten, nicht mehr runterschlucken, nicht irgendwo denken, wir müssen das verbergen, sondern Gott hinhalten, Jesus hinhalten und sagen, berühre mein Herz, ich will mich wieder freuen. Amen. Vater, danke dafür, dass du uns siehst und dass du nicht nur auf das guckst, was wir richtig machen, sondern dass du besonders auf das guckst, auch was uns hindert, glücklich zu sein und dass du das suchst bei uns, dass du es möchtest, dass wir es dir abgeben, dass wir wieder sagen können, aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, weil wie wir in dem Psalm gerade gesehen haben, weil du das Herz verändern kannst. Danke dafür. Amen. Der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir. Du hast mich erdacht, geschaffen und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen. Quelle, das Leben in Fülle, Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater im Himmel, ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Leben.
genug gegeben. An deinem Tisch lädst du mich ein, lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf in deinem Herzen ruhen, und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle, das Leben der Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Licht scheine, Vater im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt. Und dein Licht scheine durch mich, und sein Licht scheine durch mich. Ja, wir wollen uns erheben zum Gedenken an die Verstorbenen und danach auch zur Fürbitte stehen bleiben. Aus dem Leben abgerufen wurde Hildegard Panzlau. Sie ist am 11. August 2021 im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Trauerfeier fand am 18. August statt. Ebenso gedenken wir Herrn Günther Alex. Er ist am 4. August im Alter von 87 Jahren verstorben und wurde am 27. August beigesetzt. Gott nehme die Verstorbenen in Gnaden an und er tröste alle Trauernden, die mit ihnen verbunden sind. Er lehre uns alle unser Ende bedenken und stärke immer wieder unseren Glauben an Jesus Christus und die Hoffnung auf das ewige Leben. Amen. Wir halten noch gemeinsam Fürbitte. Ich lade euch herzlich ein, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Ich werde immer wieder mit so einem Vers zwischendurch arbeiten. Vater, wir bitten dich, gib Frieden in ihr Herz. Und jeder, der mag, ist herzlich eingeladen, den auch mitzusprechen, leise oder laut. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst, jeden einzelnen von uns mit unseren Verletzungen. Und ich bitte dich für alle, die heute hier sind, wo Verletzungen da sind oder auch alle, die zu unserer Gemeinde gehören. Ich bitte dich, dass du den Mut schenkst, die Themen eben nicht in sich hineinzufressen, sondern damit zu dir zu kommen. Und wir bitten dich, Vater, gib Frieden in ihr Herz. Frieden, das brauchen nicht nur wir hier, sondern auch so viele andere in unserem Land. Und ich bitte dich für alle, die unter Streit und Gewalt in ihrer Familie leiden, ganz besonders für Kinder, wo einfach der Streit zu Hause dominiert, wo Beziehungen nicht mehr funktionieren, für Mütter, die in Frauenhäuser flüchten oder für Paare, die sich scheiden lassen, wo es ja immer wieder verletzende Worte gibt und so ein Kreislauf da ist, unterbrich du diese Kreislaufe. Und Vater, wir bitten dich, gib Frieden in ihr Herz. Und wenn wir weiterschauen nach Afghanistan, Vater, dann sehen wir das unendliche Leid der Menschen dort. Wir bitten dich, dass du die Situation mit deinem Frieden ausfüllst, soweit das möglich ist. Ich bitte dich, dass
die moderateren Strömungen der Taliban die Oberhand gewinnen und dass das, was jetzt an Versprechungen im Raum steht, dass das, was so an Rechten für Frauen und ja auch für Andersgläubige dasteht, dass das Wirklichkeit wird, auch wenn wir es nicht so recht glauben können heute. Ich bitte dich für die Arbeit der Hilfsorganisationen, die im Land bleiben wollen. Bewahre du sie immer wieder und lass ihre Arbeit Frucht bringen. Wir bitten dich für alle Menschen in diesem Land, Vater. Gib Frieden in ihr Herz. Und ganz besonders möchte ich dich bitten, für ein Kind und auch für eine Familie von einer Marinesoldatin, die dort in Afghanistan bei dem Anschlag ums Leben gekommen ist, die das Baby einer Afghanin aufgenommen hatte. Wir bitten dich für dieses Baby, das jetzt ganz ohne ist, das die Mutter voll Hoffnung in die Hand der Soldatin gelegt hat, die sich ums Kind kümmern wollte. Schenk du diesem Kind eine Familie und lass es behütet aufwachsen. Vater, gib Frieden in ihr Herz. Und wir wollen dich bitten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin dankbar, dass wir mit einer neuen Landesverordnung des Landes Niedersachsens unser Hygienekonzept nochmal überarbeiten dürfen in den nächsten Tagen. Wir warten noch auf so ein paar Empfehlungen der Landeskirche. Und es wird nochmal ein bisschen einfacher werden, so dass man wirklich auch durch den Fall der Kontaktbeschränkungen mit den Menschen zusammensitzen darf, die einem ganz eng vertraut sind, natürlich mit seiner Familie. Und wir trotzdem natürlich auch weiterhin den Abstand halten werden. Aber dazu informieren wir euch. Da brauchen wir noch ein paar Tage, bis das Hygienekonzept steht. Und dann werden wir auch entsprechend das über unseren Mailverteiler nochmal an alle verteilen. Wir werden jetzt im September, soweit es geht, noch draußen feiern. Die letzten Wochen hat es ja nicht ermöglicht, draußen zu feiern, aber wenn das Wetter gut ist, werden wir jetzt im September noch in den Garten gehen, soweit es trocken ist und die Temperaturen es einigermaßen zulassen. Spätestens ab Oktober werden wir dann fest hier drin sein und genau deswegen, weil wir den September nicht abschätzen können und wissen, dass wir es ab Oktober anders machen, wird es auch wieder eine feste Übertragung geben, die jeweils aufgebaut ist mit festen Stühlen zurzeit nebenan im Gemeindehaus, irgendwann dann im Keller, wenn die Kinderkirche wieder ins Gemeindehaus geht. Aber erstmal drüben, also wenn hier mal voll ist, dürft ihr gerne drüben gehen und dort auch Gemeinschaft genießen. Am Montag, den 6. September, also in etwas über einer Woche, gibt es ein Konzert bei uns hier im Gemeindegarten mit Daniel Kallauch. Nicht? Im Kindergarten. Ah ja, steht da, Kindergarten. Man sollte lesen können. Ja, also im Kindergarten kostet im Vorverkauf 10 Euro der Eintritt für Erwachsene wie Kinder und Tageskasse gibt es 13 Euro. Am Montag, den 6. September von 16 bis 17 Uhr. Ich habe gehört, so ab Kinder für 5 Jahren soll das ganz passend sein oder wenn die Kinder kleiner sind, dass sie wirklich auch die Stunde gut Lust haben mitzumachen, dann klappt das auch. Es liegen draußen Flyer ein, nutzt das gerne und ladet auch in eurem Freundes- und Bekanntenkreis ein.
Ja, ich habe, bevor ich den Segen spreche, gesehen, ich habe die Kerzen ja vorhin noch gar nicht angezündet. Und das sind ja die Kerzen ja auch in Gedenken an die Verstorbenen. Und vielleicht sage ich deswegen jetzt aber noch ein paar Worte mal dazu. Wir haben ja immer, das ist die Osterkerze. Wir sind ja liturgisch nicht immer so ganz gewandt hier, aber vielleicht mal zu dieser Osterkerze so ein paar Worte. Die erinnert uns ja daran, dass Jesus auferstanden ist. Und deswegen brennt sie eigentlich jeden Sonntag, dass wir uns vergewissern, wenn wir diese Kerze sehen, Jesus ist gegenwärtig. Und manchmal hilft es ja auch, so ein paar Symbole da zu haben, die uns das nochmal sagen, mitteilen. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch die Hoffnung für die Verstorbenen, die mit ihm verbunden sind, dass sie von seinem Licht erhellt werden und leben dürfen. Und so wollen wir auch diese Kerzen anzünden. Ja, und von Ihnen als Angehörige dürfen die Kerzen im Nachhinein gerne mitgenommen werden. Jetzt wollen wir uns erheben und mit Gottes Segen in diese Woche hineingehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Was für ein schöner Abschluss unseres Gottesdienstes.